Seine internationale Erfolgsgeschichte beginnt 2007, Europameistertitel Nummer 1. 3 Jahre später erschwimmt er sich 3 weitere Europameistertitel. Der Höhepunkt schließlich, würde ich mal sagen, 7. Dezember 2014 in Katar. Weltmeister über 100 Meter Lagen auf der Kurzbahn. Das i-Tüpfelchen sogar mit Weltrekord. Er ist also amtierend einer der schnellsten Schwimmer der Welt. Und heute Abend zu Gast bei Talkshow Markus Deibler. Guten Abend. Ich habe jetzt mal die ganzen anderen Sachen wie Deutscher Meister und sowas, habe ich jetzt mal alles weggelassen. Hast du durchgezählt, wie viele Titel du insgesamt in deiner Karriere dir um den Hals hängen konntest? Nein, überhaupt nicht. Also wenn du jetzt schon Deutscher Meister nicht reinnimmst, es gibt ja noch ganz, 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 ganz viele Stufen darunter. Ja. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich aufhöre. Und nein, ich weiß auch nicht, wie viele Deutsche Meistertitel ich habe. Habe ich nicht gezählt. Aber es sind einige Pokale und Medaillen auf jeden Fall im Schrank gelandet. Wo sind die denn? Du siehst heute so, na, nackt würde ich nicht sagen, aber du siehst so unmedaillös aus. Wo sind die denn alle? Also ganz früher habe ich sie tatsächlich noch irgendwann mal an die Wand gehängt, aber ich bin jetzt nochmal umgezogen vor einem guten Jahr und da hängt jetzt keine Medaille mehr an der Wand. Die WM-Medaille, die ist bei meinen Eltern immer noch auf der Kommode zu Hause und der Rest müsste in der Kiste auf dem Dachboden sein. Ne? Bei deinen Eltern in Biberach an der Riß, das ist ein kleines Städtchen für alle, die das nicht wissen sollten, in Baden-Württemberg knapp 32.000 Einwohner, sagt das Internet, nicht ich. 1990 bist du da geboren und ich frage mich, als fröhlicher Mensch, der immer 1 bis 2 Lieder auf den Lippen hat, ist das eigentlich das Biberach, das auch eine Haltestation auf der Schwäbischen Eisenbahn hat? Das ist genau das Biberach, ja. Ja, super. Jetzt für alle, die gerne quizzen, wie viele Stationen liegen denn bitte, lieber Markus, auf der Schwäbischen Eisenbahn? Scheiße, bin ich jetzt unvorbereitet, keine Ahnung. Du hast gesagt, du bist gespannt, ob ich eine Frage stelle, die dir noch nie gestellt wurde. Ich glaube, jetzt und ist das wurde mir noch nie gestellt, ja. Ja. Pass auf. Du hast jetzt angefangen zu zählen und ich glaube, man hat dieses Lied auf den Lippen. Wir können ja das mal einfach mal, ich singe dir das mal vor und du kannst bei den Städten einsteigen. Auf der Schwäbische Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Sturget, Ulm und Biberach. Meckebeure, Durlesbach und jetzt alle! Rulla, 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 la! Rulla, 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 la! Sturgat, Ulm und Biberach, Meckebeure, Durlesbach, es sind 5 tatsächlich. Also weißt du bis nächstes Mal Bescheid? Naja, meine sehr verehrten Damen, der Schwimmweltmeister singt und ich meine das mit G. Bei Talkdog. Deine Mutter, eure Mutter, ihr seid ja 3 Söhne. Bei den Deiblers, die hatte einen Wunsch an euch relativ früh, nämlich ihr sollt Autofahren lernen und schwimmen. Das ist ein... Andere Reihenfolge, aber ja. Schwimmen und Autofahren, okay. Also zeitlich gesehen andere Reihenfolge. Zeitlich gesehen, ja. Warum hat sie das gesagt? Warum unbedingt schwimmen, warum Autofahren und nicht sagen, gute Partie machen, schönen Job machen und so weiter. Warum diese beiden Wünsche? Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Also das mit dem Schwimmen, das weiß ich auch noch. Das war einfach so, ich weiß nicht, ob es damals schon so krass war, wie es jetzt ist, dass eben nur noch jedes zweite Kind schwimmen kann. Und sie wollte einfach mit ruhigem Wissen am Baggersee liegen können und nicht dauernd Angst haben, dass wir gerade irgendwo ertrinken. Und das war einfach der Grund, dass sie uns alle in den Schwimmkurs geschickt hat. Und ihr als gute Söhne habt das gemacht, ihr habt schwimmen gelernt und habt auch gelernt, wie man Auto fährt. Ja, mit 5 war das der Schwimmkurs, da konnte ich mich noch nicht wehren. Da wurde ich einfach hingebracht. Und ja, Autofahren war ja ein bisschen später, aber da hatte ich auch selber Lust zu dann noch. Was kannst du besser, Autofahren oder schwimmen? Ja, ich schätze mal schwimmen. Ja, das finde ich ist einfach mal eine Aussage, die kann man so im Raum stehen lassen. So, du hast mit 5 den Schwimmkurs besucht, also unfreiwillig. Wie kann es sein, dass man 19 Jahre später Weltmeister wird? Was ist in dieser Zeitspanne alles passiert? Warum hast du dich für den Einzelleistungswettkampfsport Schwimmen entschieden? Ja, was heißt unfreiwillig? Also das war am Anfang nicht meine Entscheidung, dass ich schwimmen lerne, aber ich sollte nur den Schwimmkurs machen und danach wurde ich nicht mehr hingedrückt. Und trotzdem bin ich da einfach so ein bisschen reingewachsen. Also es war dann, ich weiß nicht mit dem Schwimmkurs, wie oft man da schwimmt, alle 2 Wochen einmal oder so. Und dann ist es eben irgendwann regelmäßig geworden, jede Woche. Und mit 10 waren es dann wahrscheinlich schon ungefähr 4-mal die Woche. Und dann hat sich das immer so gesteigert. Ich hatte relativ früh relativ viel Talent und dann schwimmt man eben irgendwann auf den ersten Wettkämpfen. Ich weiß gar nicht, die sind mit 7 vielleicht. Und da war ich dann
gut und das macht natürlich dann Spaß. Wenn ich schneller bin als die anderen in meinem Alter, das macht natürlich Spaß und motiviert und dann habe ich weitergemacht. Du hättest auch Fußball nehmen können, aber du hast dich für einen Einzelsport entschieden. Ja, der Vorteil im Einzelsport ist halt, ich komme halt auch noch aus einem Dorf neben Biberach, was ja schon keine Einwohner hat. Und wenn man dann Fußball spielt, dann spielen eben quasi alle Jungs aus dem Dorf in einer F-Jugend dann oder was das ist. Egal, ob sie spielen können oder nicht und ob sie Lust haben oder nicht. Und dann ist man halt so auf die anderen angewiesen, wenn man echt irgendwie bei Wettkämpfen oder Turnieren was erreichen will. Davon abgesehen kann ich nicht mit dem Ball umgehen. Das war auch noch ein Grund, dann eher zum Schwimmen zu gehen. Und das war ja, also das ist der Vorteil für mich am Einzelsport, der auch nicht so von Benotung abhängig ist. Das ist einfach, ich bringe meine Leistung, habe meine Zeit und danach werden dann die Plätze sortiert. Du hast ja aber ganz normal, wie jedes andere Kind, wie jeder andere Jugendliche auch, natürlich die Schule besucht. Das muss doch ein Mörder-Trainingsplan sein, wenn man so erfolgreich geworden ist wie du. Tagsüber in die Schule und wann trainiert man? Erzähl mal, wie so ein Ablauf war damals in Biberach mit jungen Jahren. Ja, also ich war sogar noch auf einem normalen Gymnasium, weil es da keine Sportschule gab. Deswegen konnte ich meistens nur einmal am Tag trainieren, beziehungsweise ich habe dann eben Schule gehabt, unterschiedlich lang, manchmal eben auch Mittagsschule und war dann ab 17:30 bis 20:30 jeden Tag im Training und manchmal auch zweimal am Tag, dann entweder vor der Schule oder direkt nach der Schule und abends nochmal. Und das war aber relativ wenig, also das ist eigentlich relativ wenig, wenn man wirklich was erreichen will, weil Schwimmen total trainingsintensiv ist. Das ging halt nicht wegen der Schule nicht anders, also ich wollte da dann doch das Abi noch machen, bevor ich woanders hingehe und bin dann aber auch wegen Schwimmen nach Hamburg gekommen, weil eben die Bedingungen viel besser sind. Also ich kann trainieren so oft ich will eigentlich im Endeffekt und ich habe eine 50 Meter Bahn, was auch ein bisschen besser ist zum Trainieren als eine 25 Meter Bahn und natürlich das Trainerteam hier und unter einem Dach im Olympiastützpunkt noch Physiotherapie, Kraftraum und so, das ist hier halt viel professioneller und deswegen bin ich eigentlich auch hergekommen. War das schlimm, dann Biberach zu verlassen? Wie alt warst du da? Es war dann direkt nach dem Abi mit 19. Mit 19. Keine Sehnsucht, irgendwie so irgendwas Heimatstadt verlassen oder so, war nicht das Problem? Nö, ich wollte unbedingt weg eigentlich. Also ich habe dann das letzte Jahr, 2008 ist mein Trainer gestorben in Biberach und bis 2009, wo dann das Abi war, habe ich quasi alleine trainiert und hatte nicht mal eine Bahn für mich. Und wenn man richtig trainieren will und nicht eine Bahn für sich hat und die anderen alle viel langsamer sind, dann ist das ziemlich anstrengend gewesen. Deswegen, ohne das Abi wäre ich viel früher gegangen noch. Also ich wollte dann auf jeden Fall weg. Gab es noch andere Alternativen außer Hamburg? Also wo? Ja, nicht groß. Also es gibt nicht so viele Schwimmzentren in Deutschland. Und ich muss ja vor allem, einmal die Infrastruktur muss da sein und ich muss mit dem Trainer sehr gut klarkommen, weil mit dem verbringe ich, und natürlich auch mit der Trainingsgruppe, mit denen verbringe ich nämlich richtig viel Zeit. Und da gab es, finde ich, also es war für mich keine schwere Entscheidung. Da gab es für mich nicht so Riesenalternativen. Und du warst ja auch letztendlich nicht so wirklich allein in Hamburg, denn dein großer Bruder, der Steffen, der im Übrigen immer noch schwimmt und versucht jetzt bei Olympia in Brasilien mitzumachen, der ist mit nach Hamburg gegangen oder ging voraus. Wie war das? Genau, der ist ein Jahr vor mir nach Hamburg gegangen. Das heißt, der Kontakt war dann natürlich in Hamburg auch immer da zu ihm. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben dann auch, solange ich noch geschwommen bin, immer, also meistens zusammen trainiert, ja. Haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe ja eure Homepage gelesen, die es gibt. Es gibt eine von den Deibler-Brüdern eine sehr schöne Homepage. Also Astrid meinte, da sind so geile Fotos drauf, muss ich mal sehen. Mhm. Von dir und Steffen. Da steht auf dieser Homepage über dich, dass Steffen gesagt hat, du seist pflichtbewusst, ehrgeizig und schnell. Stimmt's? Ja, wenn der das so sagt, dann würde ich es mal so stehen lassen. Einfach stehen lassen. Ne, also wenn ich dann, war schon so, wenn ich dann einen Trainingsplan habe von meiner Trainerin, der mit mir abgesprochen ist, wenn wir uns das dann vornehmen, dann arbeite ich den auch mindestens 1:1 ab. Also wenn ich nicht krank bin oder so, dann ich hätte nie gesagt, boah, ich habe halt keine Lust oder ich habe mehr Lust, auf irgendeine Party zu gehen, statt Training oder so. Das hätte ich nie gemacht. Also das habe ich dann echt, so wie es da stand, abgearbeitet. Jetzt würde mich nämlich interessieren, also kotzt man nicht manchmal im Kreis, also wenn man noch, als du noch in Biberach trainiert hast, wenn die Kumpels feiern gehen und man muss halt wieder jeden Tag da ins Schwimmbecken rein und so weiter, gibt es da nicht mal so Momente, wo du sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr? Naja, man hat ja dann auch natürlich einen großen Freundeskreis im Sport, also das Coole ist ja auch, ich bin viel rumgekommen, habe auch in Deutschland, in anderen Städten, aber auch auf der ganzen Welt coole Leute kennengelernt, die eben genau das Gleiche machen und genauso viel trainieren. Und doch, auch schon, ja. Also es ist viel Training, ich habe da schon auf Sachen verzichtet auf jeden Fall
Und es hat seine Vorteile und seine Nachteile, wie alles andere eben auch. Und ich habe am Ende eben keinen Bock mehr drauf gehabt. Deswegen habe ich aufgehört, ja.